Diese schicken Leuchten aus den 70ern haben eine Händlerin direkt in die Disco-Nostalgie-Zone katapultiert. Die 70er Jahre habe ich natürlich erlebt. Ich fand sie ja damals schon toll, ja. Und heute freue ich mich umso mehr, die Dinge, dass die wieder Liebhaber finden. Vom Teppich angefangen, Möbel, Tische und dergleichen. Ich finde es super. Also, ihr habt hier wunderschöne Leuchten mitgebracht, in diesem Fall aus Holland. Und die sind von der Firma, ich glaube, es wird Rack ausgesprochen. Rack, gegründet 1954 in Amsterdam von Karl Lockhorn. Und das ist eine der bekanntesten Leuchten, die diese Firma produziert hat. Man muss dazu sagen, dass diese Firma immer sehr elegante Sachen gemacht hat, aber auch so futuristische Sachen. Die heißt Bullet. Ab 1970 gab es die. Ich finde sie wunderschön und die sind aktuell auch recht beliebt. Also dafür gibt es 480, das ist nämlich Minimum 80 Euro für eine. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es noch mehr wird. Ich würde sagen 80 bis 100, da sind wir bei 480 bis 600 Euro. Das hört sich gut an. Ja. Das nehmen wir. Als ich die Lampen gesehen habe, fand ich sie erstmal hässlich. Tatsächlich. Ich fange mal mit 6 mal 40 Euro an, 240 Euro. 280. Dann habe ich mir auch mal angeguckt. Ist das nicht so schwer für so eine Decke? Nein, ist ja Bajonettverschluss. Ich habe an der Decke Sachen hängen. Ja, es hat Klick gemacht tatsächlich, aber ich habe dann wirklich was vor Augen gesehen, was ich daraus machen konnte. Und das sind ja 6 Stück, die kann man gut ja, natürlich. Über den ja, ja. Schön verteilen. So, Elke, jetzt kommst du. Stimmt, 400 Euro. Wow, wow, das war aber ein Sprung. Sehr gut. Erstaunlicherweise war das Interesse meiner Kollegen verhalten. So, jetzt kommt die finale Frage. Verkaufen Sie an unsere Elke für 400 Euro? Verkauft. Verkauft. Ja. Gerne. Wir haben 6 Lampen und daraus machen wir 2 Objekte mit jeweils 3 Lampen. Mich wird unterstützen mein Schwiegersohn, der Gino, der Mann von meiner Tochter. Und er arbeitet bei einer metallverarbeitenden Firma in Köln. Hallo Gino. Hallo Elke. Guck mal, da habe ich die guten Stücke mitgebracht. Hallo. Ja, guck mal das rein. Sind die Lampen. Das sind die Lampen. Warte. Wir haben ja überlegt, oder ich habe mir überlegt, dass wir da eine Konstruktion bauen, wo 3 von diesen Lampen, insgesamt habe ich 6, da eingearbeitet werden. So für eine Lampenkonstruktion direkt unter der Decke. Ja, ja. haben wir kurz drüber gesprochen am Telefon. Wir bauen eine Kiste, wo wir 3 Ausschnitte reinmachen, wo die Lampen dann 5 cm reingesteckt werden, 15 rausgucken. Plus das Glas. Plus das Glas, ja. Und dann als Deckenlampe leuchte. Denke ich mal, wird schon stylisch aussehen. Wie lange wird es ungefähr dauern, Dino? Kannst du morgen abholen. Echt? Gehen wir hin bis morgen, ja. Einen Tag. Ihr seid ja super. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird schön. Das wird schön. Bemühe dich, ich sage es schon. Alles klar. Alles klar. Okay. Bis morgen dann, ne? Ciao, tschüss. Ciao. So, gut. Wir machen jetzt eine Skizze, damit ich ungefähr weiß, was ich da baue. Normalerweise bauen wir Großküchen für die Gastroindustrie. So Lampen haben wir noch nie gebaut, aber kriegen wir schon hin. Die Elke kam auf mich zu und hatte schon selber eine Idee gehabt, wie wir das machen können in der Form. Und dann haben wir das zusammen dann ausgearbeitet. Waren wir uns eigentlich auch ziemlich schnell einig. So, so soll das Gehäuse später dann aussehen. Dieses würde ich jetzt mir auf den Rechner erstmal zeichnen. Die Software steuert später die Maschine, die die Edelstahlbleche millimetergenau zuschneidet. Jetzt schreiben wir das NC-Programm, geben dem Teil eine Nummer und jetzt gehen wir runter in die Werkstatt. So, jetzt haben wir das Blech eingespannt. Jetzt machen wir das, was ich oben programmiert habe. Ne? Dieses, was wir auf dem Bildschirm oben gesehen haben, das läuft jetzt die Maschine komplett ab. Unter Ginos wachsamem Blick führt die Maschine eine präzise Edelstahloperation durch und schneidet nacheinander die Einzelteile aus, aus denen später die Lampenkästen entstehen. Die Kanten biegen an den Blechen. Das machen wir hier an dieser Biegemaschine. So, ich werde der Maschine jetzt sagen,
oder eingeben, wie viele Millimeter wir kanten müssen. Ne? So. So, Demi, fertig. Das kannst du dir einschweißen, ne? Okay, jetzt heften wir und verschweißen die Ecken und dann wird es weiter zum Schleifen gegeben. In der Mitte des Kastens schweißt Dimitri noch die Schienen an, zwischen denen die Lampen befestigt werden. Ja, geht schon. Jetzt werde ich das schön schleifen, damit ein schöner, sauberer Schliff ist. Anschließend werde ich die Lampen einbauen und zum Schluss werde ich dann die Verdrahtung machen. Hennes schleift neben den Schweißnähten auch die gesamten Oberflächen des Edelstahlblechs in gleich mehreren Durchgängen ab. Jetzt mach ich als nächstes Schritt die Lampen einbauen, bevor ich die dann verdrahten kann. Jetzt kann ich anfangen zu verdrahten, die Elektrik zu machen. Vor dem Verdrahten werden die bereits auf Länge geschnittenen Kabel isoliert. Sicher und fest mit den Lampenfassungen verdrahtet, kann so später kein Kabel herausreißen. Zum Schluss wird alles noch verbunden. Hi, Babe. Na? Hi. Hallo, Gino. Hi, Elke. Na? Schön, dass ihr da seid. Und? Guck, ich habe Verstärkung mitgebracht. Ja. Nicole muss mir gleich tragen helfen. Super, oder? Ist sie toll? Ja. Guck mal, wenn ich sie anmache. Wow. Toll. Sieht schön aus. Das ist doch was für eine steilische Küche oder sowas. Absolut. So wunderschön, ne? Guck mal, ja. Das ist die zweite. Die ist in Folie noch eingepackt. Ne? Die Schutzfolie drum, die machen wir ab. Ja. Kanzler, wir müssen jetzt schwer schleppen. Haben wir schön gemacht. Ja, zufriedengestellt? Absolut. Das freut mich mega. Okay. Ja. Mein Einkaufspreis für die 6 Lampen waren 400 Euro. Die Materialkosten plus Arbeitszeit werden so sein 300, 350 Euro. Und meine Preisvorstellung für die 6 schönen Lampen läge dann bei ca. 1000 Euro. Das heißt 500 Euro pro Lampe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für mehr Videos von meinen Kollegen und mir abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst auch gerne einen Kommentar da. Bis ganz bald, eure Elke.